Seht's euch nur an. Pennt immer noch. Hey, aufstehen. Nur noch 5 Minuten. Da hast du heiße Schokolade. Ich brauch Kaffee. Los, MacBock. Was soll ich mit Schokolade? Ich brauch Kaffee. Oh, ich glaube, den Kampf verliere ich, wenn ich... Ich hab nicht so eine Hörnchen. Na, wir schubbeln unsere Köpfchen aneinander. Ahoi und schön, dass ihr wieder am Start seid bei Ark. Hi. Naja, ich nehme lieber die heiße Schokolade, ist besser als nichts. Guck mal her, hier. Die steckt in der Foundation. Komm da nicht mehr ran, sie wird für immer da bleiben. Okay. Für immer. Auch wenn die Milch schon irgendwann grün-schimmelig ist. Komm da nicht ran, keine Ahnung. Warte, aber sie war doch... Warte, Hot Chocolate. Aber irgendwie wählt er dann das Bett aus. Egal. Das wird ein Running Gag, wahrscheinlich. Irgendwann haben wir hier eine Burg stehen und immer noch gucken diese heiße Schokolade irgendwo aus dem Boden. Ja, so, Marek, jetzt erzähl doch mal, was ist denn das für ein Bock? Ja, ne, wir haben Bock geschossen. Ne, zum Glück diesmal nicht. Wir haben ja letztes Mal noch den Teresino fertig gemacht. Der hat auch noch gut 2 Stunden gedauert. Sprich viel Narko farmen und naja, abchillen. Die fressen echt Narkos ohne Ende. Wirklich, und dann hatten wir schon kein Gammelfleisch mehr und haben dann wirklich einfach die Bären pur verfüttert. Also ist einfach die unglaublich. Die fressen einen Narkos vom Kopf wie, naja. Solange man kein Kibbel hat, ne? Ich meine, dann geht es ein bisschen schneller, aber mit Bären ist es schon eine Sache. Ja, und währenddessen ist uns das Prachtstück hier vor die Flinte gelaufen. Ist er nicht herrlich? Habt ihr schon mal so einen schönen schwarzen Schafbock gesehen, mal ehrlich? Und das Geile ist, genau, also der ist uns über den Weg gelaufen und wir haben es dann leider nicht im Stream drin, aber das war direkt auf dem Rückweg und da konnten wir einfach nicht Nein sagen. Also, weil, schaut sie euch an. Schaut sie euch einfach an. Wir sind, glaube ich, die Einzigen, die ein paar schwarze Schafe in Ark hat. Oder auf Hjördur gerade. Das ist auch total selten. Also ich habe auch irgendwie sonst immer nur weiße gefunden. Und jetzt sind wir die schwarzen Schafe. Nee, meine Kleinen. Wir gründen jetzt die epische Herde der schwarzen Schafe. So. Ja, was machen wir heute? Hä? Wir stellen jetzt erstmal den Teresino vor, vielleicht. Den wir das letzte Mal fertig gemacht haben. So, der steht noch hier hinten in unserem kleinen Kabuff. Kabuff hier. Ich glaube, von der anderen Seite. So, schauen wir doch mal. Da sieht man den Bobbis. Da steckt sie in unserem Dino-Knäuel. Wir müssen unbedingt dann auch einen größeren Stall bauen. Also ich meine, das sind hier echt keine artgerechten Verhältnisse. Das ist noch nicht mal Haltungsstufe. Ich mag ja Haltungsstufe 4. Das ist gerade mal so 1. Ja. Hier ist die Hübscher. Ja. Ein wunderschönes Weibchen. Ist mit einem guten Level rausgekommen. Können wir auch steigern. Wie wollen wir denn den Teri steigern eigentlich? Ich würde sagen, auf Damage und Holz. Genau. Wir machen damit Solo-Farm Holz. Man kann ja hier auch mit wegen den Mods hat man halt eben auch Tools, um Sachen eben hin und her zu schieben. Deswegen brauchen wir in der Nähe von der Base, wo wir farmen, nicht unbedingt Gewicht, würde ich sagen. Ja. Daher, ja. Ganz kleines bisschen Gesundheit können wir vielleicht auch geben, aber ich habe mir jetzt die Dings gar nicht aufgeschrieben. Ja, die Animation ist auch total cool von denen.
wenn man die levelt. Genau, und es gibt ja noch die Erntestufen, ne? Wenn du E gedrückt hältst bei dem Tier, kannst du auch die Erntestufen vergeben. Bei dem eine Besonderheit, das heißt, du kannst sie mehr oder weniger für die groben oder für die feinen Sachen abskillen. Und Holz hört sich nach grob an. Ja. Kannst du das einmal machen, damit ich hier die coole Animation mir angucken kann? Das ist schon nice. So. Genau, das heißt, wir haben auch einen kleinen Holzfarmer. Und... Nein, da ist nicht die Tür. Nicht da hinten. Na komm. Was, wir wollten heute einfach mal ein bisschen Abwechslung haben und möchten gerne Deinonychius-Eier farmen, also stehlen gehen. Wir sind jetzt die schwarzen Schafe. Und zwar braucht man die für Thylakoleo-Kibbel. Und wir haben uns überlegt, Thylakoleos sind halt einfach recht starke Bodentiere, die man eben so mit den Eiern ja mit Kibbeln machen kann. Das heißt, relativ einfach zu sammeln. Und wir möchten ja auch die Höhlen erkunden. Wir wissen nicht, was uns in den Höhlen erwartet. Wir wissen nicht, mit welchen Tieren man rein kann. Also wie viel Platz da ist. Vielleicht kann man manche mit Rexen machen. Aber wir würden uns auch darauf einstellen, dass man vielleicht nur mit kleineren Tieren rein kann. Und Thylas erscheint uns da jetzt nicht so eine schlechte Wahl zu sein. Wie die Deinonychius wären, wissen wir noch nicht, müssten wir ausprobieren. Ja, haben vielleicht finden wir da auch ein paar schöne Eier, ne? Genau, die schönen würden wir aufheben. Und ansonsten hätten wir eben alles da, was man für Thylakibbel braucht. Wir haben ja auch die Beete, die wir plündern können in der Nachbarschaft. So ein bisschen Mundraub können wir begehen. Genau. Deswegen wollen wir das mal heute angehen. Von daher packt ihr die Sachen und dann geht's los. Ja, ich guck, schau mal gerade. Ich denke mal, ich sollte nochmal sicherheitshalber meine Werkzeuge reparieren, bevor wir losgehen. So. Ich habe heute aber auch irgendwie echt so ein bisschen meinen müden Tag. Ja, haben wir gemerkt. Deswegen war das auch gar nicht gespielt. Heute Morgen, also jetzt ist schon wieder alles vorbei, aber heute Morgen war es auch mal so ein bisschen rainy. Und ich hatte so einen richtigen, oi, zu Hause einkuscheln und Regentag, gemütlich. Und jetzt ist schon wieder alles weg und jetzt brutzelt schon wieder die Sonne alles weg. Okay. Bis später, meine Kleinen. Und haben die nicht schöne Namen? MacBock und Macbeth? Das ist so süß. Nein, du darfst den Namen nicht aussprechen. Macbeth. Nein. Oh, ich wollte doch nur die Leiter hoch. Siehst du, es fängt an. Wie war das mit den drei Hexen? Ja, da du zu langsam bist, nehme ich mir den Gipnagi. Ich bin gemein. Ja, ja, ich bin es nicht. Deswegen hast du einen guten Agi. Ich würde sagen, wir tauschen mal zwischendurch. Nö, ich nehme die Omi. Die Omi hat Substanz. Die ist solide. Genau. Das ist unser Urgestein. Die Omi. Die ist noch da, wenn alles andere schon weg ist. Dann steht da immer noch die Omi. Neben und kocht für uns. Neben der Tasse heiße Schokolade. Oh, Kindchen, du siehst ein bisschen dünn aus. Ja, nimm mal die Schoki. Agathaven machen die besten Schokoladen. Ein Rex? Ich guck nur mal. Ich schau nur mal durchs Fernglas. 130. Zu low. Für Rexe jetzt nehmen wir jetzt nur noch 145 plus. Also 145 und 150. Und, naja, Kibbel wären halt auch schon cool. Da werden wir noch ein paar kleine Terrorküken fangen müssen.
Naja gut, nicht für Rexe. Rexe brauchen größere Eier. Ich weiß gar nicht, wie wir das machen, wie wir da rankommen wollen. Müssen wir nochmal schauen. Tja, oder man holt sich wirklich ein paar Billigrexe aus dem Supermarkt. Wie sonst keiner will. Legebatterie. Skandal. Billig Eierrexe. Okay, ich wollte auch gerade gucken. Ich hatte auch gerade mein Fernglas gezückt in dem Moment. Ah, jetzt war schon müde wieder. Sieht auch fancy unten aus. Ah ja, die kenne ich auch schon. Ja. Also kennen von wegen, ich habe den Eingang gefunden. Vorsicht, hier sind natürlich schon die ersten Dinontions. Ja, ich lade gerade Stamina. Also links um die Ecke habe ich auch schon eingesehen gerade. Das heißt, die Eier können nicht weit sein. Ja, mit den Eiern. Wie war das? Wir haben keine, aber wollen welche. Und keine kleinen Eier. Sondern schon so spezielle, ne? Wir wollen die dicken. Das hört sich alles so doppeldeutig an. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Hier links. Hier müssten eigentlich welche kommen. Wo sind denn eure Nester? Habt ihr eure Kinder versteckt vor uns? Das ist aber ganz böse. Also da vorne müssten definitiv welche sein. Achso, eine Möwe. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das? Was ist denn das? Da vorne sind Eier. Also Nester. Also mögliche Eier. Also mögliche Eier in vorhandenen Nestern. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich kite die mal weg, aber man muss gar nicht. Doch, doch, der riecht mich. Habt ihr das gesehen? Also bei denen ist das echt so, dass die... Da, der gerade... Kommt mal mit, die beiden Kleinen. Ich sehe aber auch gar keins. Nee? Das sind nur Totköpfe. Wenn ich das schick sehe, sind alle leer. Alle leer? Das hängt aber nicht gut an. Ah ne, hier ist eins, hier ist eins. Da siehst du keine gute Start. Hier in dem ist eins, wo wir gerade herkommen. Ja, also das Nest ist eindeutig leer. Ich habe gerade den am Hintern, du kannst ja mal das andere looten. Okay. Ich glaube, das rechte von dir müsste es sein. Achso. Hier unterm Heidekraut versteckt, das ist ja so ein bisschen wie Ostereier suchen. Ja, ich habe eins. Sehr gut. Das Level ist 135, wow, das ist ein guter Anfang. Aber die anderen sind leer, soweit ich das sehe. Okay, dann fliegen wir mal weiter. 90. Ah, hier ist noch Beagle Dammer. Wollen wir auch noch gleich Zementpaste mitnehmen? Na klar, wenn wir schon hier sind. So fängt das immer an. Gleich sehen wir 150er Rex. Oh, ich kann doch nicht Nein sagen. Warte mal, ist da vorne auch einer. Dann gehe ich zu dem, dann kommen sie zu mir und dann raubst du den dort. Wir haben ein gutes Raubsystem. Ready, sag Bescheid. Ich guck jetzt rein. Jetzt nicht schaffen, alle rauszuschmeißen. Ne, da kommen sie nämlich schon. Kommt mal mit, die kleinen Biber. Es ist schön, wenn man hier über den Wasserfall geht. Ich bin tot. Was? Echt jetzt? Ja, da war ein Biber, da kleben ja. Oh. Krass. Kannst du wieder mal den Vogel rufen? Ja, ich bin schon auf dem Weg. Kommt, Ami. Das ist ja frech. Soll ich dir ein Bett aufstellen? Das wäre cool. Ich guck mal gerade, ob ich so eins bauen kann. Was bräuchte ich denn?
Alles. Ja, sollte aber trotzdem relativ schnell gehen. Oh, jetzt ist hier gerade ein Terrorküken. Auch irgendwas Leichtes zum... Da! Hier ist gratis Leder. Ich laufe schon mal, mal gucken. Ich bin hier in der, am Strand gespawnt. Ich glaube, dass ich das schaffen werde, aber der Versuch zählt. Oh, hier ist ein Wildschwein, ein großes. Oh, hier ist ein Rex. Ich hoffe, dass hier gerade nichts so Gefährliches in der Nähe ist. Hau ab, du Schwein. Redest du mit mir? Noch nur Spaß. Warte mal, ich glaube, das Bett steht gleich. Warte mal. Böder Andrew. Was fehlt mir denn noch? Fiber und Hide. Mist, mir fehlen 4 Leder. Moment, ich hab's gleich. Irgendwas Kleineres ist hier knapp nicht mehr. Da. Oh, hier gibt's da gerade lauter. Das ist doch nett. Bin am Sammeln. Warte noch kurz. So, ich brauche aber noch eine Foundation. Hey, hey, mach keinen Stress. Oh nein! Okay. Das Bett steht. Ich sehe es noch nicht. Jetzt. Guck nochmal. Ein Wunder ist geschehen. Ich bin auch verstanden. Und es ist noch gar keine 7 Tage vorgegangen. Mein Zeug liegt da auch wahrscheinlich, ne? Ja, das habe ich nicht eingesammelt. Ich habe genommen Vogel und bin weg. Dankeschön. Na, ich wollte lieber auf Nummer sicher gehen. Wenn einer stirbt, dann, wie man sieht, kann andere immer gut aushelfen mit einem Bettchen. Wenn jetzt beide sterben, ist kacke. Da ist ja auch ein schöner Argentavis. Oh, ganz in Schwarz 145 ist der hübsch. Ich darf mir keine Dinos angucken, ohne Witz. Nee, das solltest du lassen. Können wir den nebenbei nehmen? Oh no. Aber er ist echt wunderschön. Guck ihn dir einmal an und dann kannst du... Nein, ich will ihn tamen. Oh. Wo bist du denn? Da vorne denn? Bei der Heide da? Ja. Oh, es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Ich mach mal gerade den anderen weg. Aber wir müssen ihn ja auch tamen, weil es kamen so gute Namensvorschläge und wir brauchen halt noch einen Argentavis, weil wir noch Namen vergeben müssen. Also steht das so eh auf unserer To-Do-Liste drauf, gell? Okay. Ich kann ihn immer breitschlagen. Das ist so, oh. Er denkt sich so in Wirklichkeit so.
Schon wieder irgendein Dino-Dame. Okay, dann immer das Gleiche. Mal hier hoch. Wo ist er? Direkt unter mir. Er ist aber echt ein Prachtkerl. So. Komm her, du Gockel. Soll ich Gates bauen? Ich habe schon oben Gates hingepflanzt, da oben. Hattest du welche mit? 4 Stück, na klar, ich kenne dich doch. Ich hatte so eher an einen Rex gedacht. Aber nur mal sicher. Deswegen habe ich keine Tore dabei, aber das klappt schon so. Die ganze Biberherde ist unten noch in Aufruhr und hängt dir irgendwie an den Hacken. Soll ich sonst ein Gate bauen? Ich glaube schon, dass wir es so hinkriegen würden. Aber wenn er im Fluchtmodus ist, fliegt er wahrscheinlich raus. Ich habe ja noch ein Gate, noch ein. Ach so, okay, dann setzt du dann da, okay. Mhm, alles klar. Wenn ich ihn da richtig reinkriege jetzt mal. Ich habe es jetzt gerade nicht besser gemacht. Darf ich mal probieren? Kannst du mal da einmal weggehen, nicht, dass er umschwenkt? Na gut, er ist halt schon. Der ist halt. Moment, lass mich mal zu Fuß probieren. Ja, das wollte ich auch gerade. Soll ich mal deinen Vogel nehmen? Ja. Tada! Genau. That's nice. Passiv. Passiv. Man darf Fehler machen, aber man darf nicht die gleichen Fehler zu oft machen. also ich habe 42 Pfeile dabei. Ich habe auch 40. Das sollte reichen. Das sollte reichen. Du kommst mit zu uns in unseren Tribe. Denn wir sind der Tribe der schwarzen Schafe. Und Vögel. Und bald der schwarzen Vögel. Dass ich gleich hier hinten runterfalle. Aber komm, du musst schon zugeben, der sieht doch cool aus, oder? Ja, sieht er. Und der kann ja hier ganz in Ruhe liegen. Während wir dann weiter gucken nach Eiern, kann er hier ein Nickerchen machen. Oh. Dann holen wir nachher ab. Und dann holen wir nachher ab. Der liegt ja hier auch super safe. Also die Tore sind gut gesetzt. Dankeschön. Wenn er nicht gerade von irgendwas von oben raufspringt. Ich glaube, da waren ein, zwei Hyänen. Die können wir ja gleich noch sicherheitshalber wegmachen. Oh, ich hole mal mein Köpfchen hier rüber. Moment, schießt mir nicht mehr so. Jawohl. Ja, ein bisschen muss dann aushalten. Da liegt er. Ja. Ich hab auch gerade gedacht, also viel braucht er nicht mehr. Ja, der Gesundheit war schon ganz schön runter, ne? Zeige mal her. 2044. Damage 245. Na, gucken wir mal. Schauen wir mal. So, jetzt ratze das eine Runde. Denk über deine Fehler nach. Du warst zur falschen Zeit am falschen Ort. Wollen wir nochmal die Eier hier checken? Vielleicht ist schon was Neues gespawnt. Ja. Wie hier zum Beispiel. Frisch gelegt. Achso, du ziehst gerade schon weg? Ja, ich zieh sie mal weg. Ich bin momentan relativ nackig, weil meine Ledersachen kaputt sind. Okay, das habe ich.
Hihi, zu spät. Hier sehe ich nichts. Was haben wir noch? Das Heidenest. Das habe ich noch nicht gecheckt, glaube ich. Ist auch leer. Ja, nee, da haben wir alles. Haben wir nicht generell ein bisschen Chitinmangel oder war dem nicht mehr so? An sich ja, keinen akuten, weil wir jetzt den Sattel haben. Aber wir brauchen einfach einen neuen Sattel. Mhm. Von daher snacken wir die mal weg, die Skorpions. Ei, die mögen das gar nicht. Okay, wollen wir weiter zu weiteren Nestern? Mhm. Ich folge. So, ich zeige euch nochmal ganz kurz, auf der Map sind wir jetzt gerade aktuell bei den Seen im Osten. Also bei 72 irgendwie da, ne? Also seht ihr links am Rand 48 oder so, um den Dreh. Und hier ist jetzt diese schöne große Burgruine. Und hier drumrum eigentlich überall kann man die finden. Die Nester. Also jetzt hier rechts zum Beispiel sind welche. Oder müssten welche sein. Ah, nee, hier ist ein Beutel. Ich dachte, da liegt ein Rex-Ei. Eine kleine Kostbarkeit. Hier ist ein Ei drin, ne? Ich sehe gerade die Eltern noch nicht. Ich glaube, du kannst ran. Joink. Sehr gut. Level 90er. Oh, da geht's hart zur Sache. Ich hab'n 140er. What? Das ist ein Premium Freilandei. Von ganz biologischen Deinonychus. Einmal hier links. Hier in den? Mhm. Oder oben? Okay. Oben sind die eher nicht, sondern in den Stocken immer, ne? Hm, also oben habe ich bisher noch nie welche gesehen. So, schauen wir mal. Hm, irgendwo hier. Ich glaube, entweder jetzt links oder hier rechts. Fliegen wir mal. Ich komme dir hinterher. Hier ist gerade nichts, ne? Was heißt gerade, also ja, so 100 pro habe ich mir das auch nicht gemerkt. Ich weiß nur, dass die hier so rum sind. Hm. Ich muss mal ganz kurz Stamina laden. Okay, ich warte hier. Hier sind auf jeden Fall noch ein paar von denen. Das heißt, unten rechts, also rechts von dir, wo es runter geht, da ist eins. Ah, okay. Mhm, kann los. Ich guck mir den Rex jetzt nicht an. Ich guck nicht. Er sieht so laut. Ich sehe keine Deinonychus. Hm, aber auch leider kein Ei. Hier rechts ist noch eins. Bei mir ist ein Dino. Soll ich dir helfen? Und auch ein Ei. Moment. Ja, ich guck mal gerade hier, weil es kann tatsächlich, weiß ich nicht, vielleicht, aber hier scheint keins zu sein. Ich glaube, bei dem hier ist es auch so versteckt, so ein bisschen unterm Baum, ne? Das Ei. Ja. Ja, genau. Das ist echt schwer zu sehen. 25er. Ah, das ist gut für Kibbel. Oh, da kommt er angejumpt. Von oben. So, war noch was? Ne. Also, ich weiß ansonsten noch so Richtung Redwood. Da sind auch noch mal welche. Mhm. Wollen wir hier vielleicht... Ja, wir können ja hier schräg rüberfliegen. Hier kann man auch generell Hammel finden. Also zumindest haben wir hier welche gefunden.
Also hier so um diesen See hier rum immer so ein bisschen verstreut. Einmal war eins. Ja, also da haben wir schon mal generell welche so gesehen gehabt. Ein roter Drop. Ist da unten? Nee, ne? Nee, noch nicht. Oh, Ich glaube, ich der glaube, braucht noch dauert noch. lange. Gucken wir erstmal weiter. So, ich glaube, irgendwie so die Richtung hier. Da hinten müssten irgendwo noch welche sein. Da sehe ich schon wieder welche. Links von uns. Check. Direkter So. Anflug. Aber wo sind die Nester? Hier vorne ist eins. Ja. 135. Nice. Okay, so. Wollen wir hier nochmal weiter gucken? Ja. Da. Nee, das ist ein Raptor, ne? Das ist ein Raptor. So, hier sehe ich jetzt eigentlich nichts mehr. Warte mal, aber ich glaube, wo noch welche waren. Ja. Waren hier vorne links. Warte mal. Komm mal mit. Dachte ich zumindest. Nee, Fehlanzeige. Ich lade mal gerade Stamina. Was fliegt da vorbei? Ein Kitten. Es hat nur den Winkel nicht geschafft. Ist gerade auch schön, ein ganz schwarzes Kitten. Wo ist da? Hä? Wo ist es denn jetzt? Ist es schon tot? Ach Ich so. glaube schon, oder? Ich weiß es Ja, nicht. egal. So. Konzentration, nixi andere Tiere. Selbst wenn es Kitten ist. Warte mal. Aber irgendwo waren hier doch noch welche. Hier sehe ich aber auch keine Tiere mehr an sich. Weißt du, fällt dir noch was ein, wo welche waren? Ich glaube, ansonsten können wir. Nee, hier bin ich auch zu weit. Ich glaube, ansonsten können wir auch zurückfliegen und einfach schauen, ob welche nachgespawnt sind. Das klingt nach dem Plan. Ja, ne? Das war da immer. Ich meine, ich denke, die spawnen auch relativ schnell nach. Ich sehe dich da vorne. Dein Glück. Los, Argo, hol auf. Klick schneller. Los, Omi, du machst das Rennen. Wir sind hier aber nicht in der Seniorenliga. Du Dann darfst komm gar erst mal nicht. hinterher. Ja, aber du hättest gar nicht teilnehmen dürfen. Ha. Ich darf alles. Ja, wie so alte Leute, die so, mir ist egal. Ich mache einfach, jetzt bin ich alt, jetzt mache ich das, was ich will. Und ich weiß auch ganz genau, was ich tue. Aber das ist eine super Tarnung für alte Leute, weil die wissen ganz genau, was sie machen. Und wissen aber auch, naja, ne, wenn das irgendwie komisch rüberkommt, die anderen Leute denken dann so, naja, das ist halt so ein alter Opi oder eine alte Obi. Die sind halt alt. Ne? Die wissen ganz genau, was sie machen. Ja, tun wir mal so. Also, es gab zwei Baupläne für Sättel.
einen primitiven Snow Owl Sattel, Bauplan, cool. Und einen Belunasaur Sattel. Das hört sich an wie eine Frucht. Jetzt neu, ja. Die Belunasaur. 40 Rüstung. Weißt du, was für ein Dino das ist? Das sind die... Ach, Belona. Ah. Ja. Ach, cool. So einen wollten wir ja auch mal tamen, ne? Den hatten wir noch nie. Doch, ich glaube, wir hatten den, aber... Auf Extinction halt. Kurz. Kann sein. Ich werde ja auch schon älter. Meine grauen Zellen sind auch nicht mehr so das, was sie mal waren. Ja, jetzt tut sie so. Ich weiß nicht, was ich tue. Ich muss Stamina laden. Ich muss essen. Oma hat Hunger. Oma will einen Snack. Tee und Gebäck. So, das ist alles gut. Ich komme. Wir sind hier gerade in einer Schlucht, wo kein Nest war. Gehen wir mal hier rechts rum und dann wieder noch mal rechts. Ein paar bräuchten wir schon. Also ein 150er Tüler, falls wir einen finden. Der bräuchte 5 Kibbel, also wir bräuchten 5 Eier. Und falls wir 2 finden, 10 Stück. Vorher können wir nicht nach Hause gehen, vorher haben wir keinen Feierabend. Jetzt sind wieder Nester. Da ist auch hier eins. Ist eins. Warte, ich... Ich lock sie weg. Achso, okay. Oder so. Mhm, check. Das ist ein Level 20, perfekt. Hat man wenigstens kein schlechtes Gewissen. Weil die 135 kann man eigentlich auch verputzen. Ja, da man die ja eigentlich relativ gut findet, kann man auch, glaube ich, gut High Level finden. Ja, okay, sagen wir, wir behalten halt 100, ab 140 aufwärts oder auch 145. Da unten ist, glaube ich, auch eins drin, ne? Ja. Haltest oder holst du? Ich hol diesmal. Mhm. Ja, 145 sollte schon sein, wenn man es aufzieht, ne? Dass ich die Mühe mache. Hab's. Nice. Hier sind aber noch die Biber. 90er. Okay. So, da oben liegt unser Agentaris. Das heißt eher hier links. Also ich habe jetzt allein schon 4 Eier, die wir verputzen können. Wir brauchen aber noch welche. Wie gesagt, wir brauchen mindestens 10. Und ich habe 140er ist dabei, ne? Also ich hätte jetzt 2. Okay. Muss mal kurz tanken. Okay. Gesell mich einfach dazu. Da ist die Burg. So. Mal grad auf die Map. Irgendwie gab es noch ein, zwei Stellen. Kannst auch mal bei... Ich kann ja auch noch was in meinen Agentavis packen.
Fleisch habe ich, aber ich brauche Fasern. Leder. Fasern habe ich 24. So, das Wichtigste wird repariert, der Hut. Hauptsache der Hut sitzt. Ich fliege hier nochmal ganz kurz Richtung Osten. Mhm. Hier war ja dieses eine Ei, was wir quasi gerade als letztes gemacht haben. Ach, das bist du schon wieder drin. Ja, eben. Kann sein. Wo war das denn? Irgendwo an der Kante. Ah, da sind die Ds. So, ich sehe aber noch kein Nest irgendwie. Ich dachte, es wäre hier gewesen. Aber vielleicht verschwinden auch die Nester. Das ist eine gute Frage, ne? Also kommen die Nester dahin, wo die Dinos sind? Einfach spawnen die da irgendwo dann so in der Nähe? Oder? Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Nester feste Plätze haben, also dass sie immer wieder quasi da an denselben Stellen auftauchen. Ich weiß nicht genau, ob die Tiere das selber erzeugen, das Nest. Also bei den Drachen ist mir das damals aufgefallen, dass die halt öfters mal so, die haben ja auch feste Spots, ne? Mhm. Dass die dann halt da abhängen und dann erscheint halt da mal ein Nest und mal ist es wieder weg und dann ist es mal in einem anderen Spot. Mhm. Wollen wir uns irgendwo in der Nähe von der Burg wieder treffen? Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo du bist. Ich bin links von dir. Ah! Da ist er. So, steuern wir doch nochmal. Ich würde sagen, wir fliegen nochmal hier lang. Ja. Da sind die am meisten, glaube ich, ne? Hm. Und diese eine Stelle, wo du das Ei aus dem, unter dem Baum hervorgeholt hast, das ist auf der anderen Seite von der Burg irgendwie. Ja. Tja, was haben wir denn hier? Ist schon wieder irgendwas nachgespawnt? Hallo? Okay, die prügeln sich da hinten eh gerade. Ist ganz praktisch. Hier ist eins. Go for it. Ach Mist, ich hatte gerade einen kleinen Leck. Das dauert. Level 20, wunderbar. So, ist hier noch eins? Diesmal ist nur ein Nest, oder? Ja. Ich sehe auch nur eins. Bis wir einfach weiterfliegen können. Hier ist auf jeden Fall noch ein Einzelner. Ja, lass uns hier mal links halten, ne? Oder? Okay. Du bist oben rüber. Ich flieg mal hier am Rand lang. Da. Ich will mal gerade einmal hier hochgucken. Hier vielleicht noch was? Da unten sind sie. Nest. Oi. Oi. Also hier unten sind auch noch welche, aber ich sehe noch kein Nest. Vielleicht darf man die von ihren Nestplätzen quasi gar nicht wegziehen zu weit. Vielleicht kommen dann halt keine nach, ne? Also dass es wahrscheinlich so feste Plätze gibt für die Nester und dass einfach, ja, welche spawnen und Eier spawnen, wenn die halt in der Nähe rumtingeln. Hm. Oder? Kann ich mir auch vorstellen. Könnte sein. Ich finde immer diesen Platz nicht mit diesem Ei unterm Baum. Irgendwann lande ich immer mal wieder durch Zufall da, aber irgendwie, es muss eigentlich da vorne irgendwo sein, vor uns jetzt gerade. Gucken wir mal, ich muss gleich Stamina laden. Die hängen hier alle an der Kante ab. Guck mal. Jetzt springen sie runter. Klopfte kleine Achtung, eine Katze!
du das gesehen? Oh so Mann, gut, die ja. hätte dich fast weggelatzt. Aber nur fast. Nur fast. Immer diese Ja, die sind die hängen hinter irgendeinem Busch und lauern und dann... Wackern mit dem Hintern so. Ja, genau. Und dann latzen sie einen weg von hinten. Okay, also hier oben war das, ne? Ja. Ich flieg mal rechts, wir treffen uns gleich wieder. Was ist denn da für ein Kampfgetümmel? 6 gegen 2 Argentaven. Gegen 3 Argentaven. Da wird der Rex das Rennen machen. Hallo, Nesta? Momentan sieht es gar nicht so gut aus. Du findest die Stelle auch nicht wieder, ne? Naja, also hier waren ja auf jeden Fall vorhin Nesta. Okay, also ist das die Stelle, die... Du weißt ja, welche ich meine. Ah ja, genau. Ja, doch, hier ist das. Oder? Da ist schon wieder... Achtung, egal, da kommt schon wieder ein Kitten an. Nicht mit mir. Nein, sonst würde ich sagen, guck mal einfach nach einer Tüla. Ich meine, meistens findet man sowieso nicht direkt zwei gut auf einmal. Wir können auch auf dem Rückweg noch mal nach den Eiern gucken. Also. Ja. Nö, dann tanken wir einmal ganz kurz und dann fliegen wir. In den Redwood. In den roten Wald. Ei, machen wir so. Wie viel hast du jetzt nochmal? Moment, ist das ein Schaf? Moment. Hier ein Pferd. Ich habe... 4. Okay, also hätten wir insgesamt 8, wenn wir alle von mir nehmen. Wir bräuchten nur noch 2 Stück. Also die würden wir jetzt hier auf jeden Fall noch zusammenkriegen. Ja. Gehen wir aber erstmal noch an Tüler gucken. Mhm. So, Argentavis ist noch auf jeden Fall gut bewusstlos. Also da haben wir jetzt gerade keinen Stress. Okay. Ich schaffe das irgendwie beim Stream immer gar nicht, meinen Kaffee zu trinken, weil ich so viel quatsche. Tragisch. Und wie? Ich habe immer so im Kopf, dann setzt man sich so ganz gemütlich vor den PC und trinkt da so sein Käffchen, ne? Und dann ist man doch so viel am Schnacken. Du musst dir die Zeit nehmen. Okay, dann unterhältst du jetzt gerade mal unsere netten Zuschauer. Oh, ich trinke Kaffee. Plan aufgegangen, yes. Zuschauerzahl minus 10. Ach Quatsch, du könntest das auch ganz wunderbar, Marek. Nicht. Ich weiß noch, letztes Mal hast du dann während den Livestreams mal weggegangen bist und ich so, oh, hi. Jetzt machen wir mal dies. Ja, er ist immer noch bewusstlos. Ich warte hier mal auf dem Stein. Schauen wir mal hier hin. Schauen wir mal dort. Und was ist hier so? Ja, nichts Neues. So gut.
Ich habe mein Bestes gegeben. Darauf kommt's an. Wollen wir uns aufteilen oder wollen wir... Ja, ich würde sagen... Wer den ersten Tüler findet. Ersten guten oder ersten ersten? Den ersten ersten. Und dann nochmal den ersten guten. Das sind zwei verschiedene Ausschreibungen. Okay. Das ist ein Pummelbärchen. Ich habe hier schon wieder irgendwie ungünstige Schattenverhältnisse. Vielleicht sollte ich mal meine Schatten irgendwie ein bisschen... Also könnte gut sein, dass du gewinnst, weil ich echt so viel Schatten habe. Naja, hab jetzt schon Ausrede suchen. Ich habe einen Schatten. Bingo! Ah. Okay, du kriegst die erste Trophäe. Aber ich finde den ersten High-Level. Wie spät haben wir denn eigentlich? Uh, 18.30 Uhr. Wird schon ja so ein bisschen dunkel, ne? Oh Gott, ist der schön. Ich hab einen. Level 20. Ich war das. Da ist noch einer. Was bist du? Level 20. Aber die sahen gerade schon richtig schön aus. Das waren Erdhüblers. Also es gibt ja teilweise R-Tiere, X-Tiere und RX und was gab's noch? M-Tiere? Aberration, ne? Ich weiß gar nicht so genau. Also ich kann noch nicht den genauen Unterschied nennen. Ja, ich hatte neulich mal nachgeguckt. Also die haben dann ein bisschen mehr HP und ein bisschen weniger Damage. Ich glaube, das war bei R und X gleich. Was war denn da? Oh, ich bin genau neben einem gelandet. Ich habe den gar nicht gesehen. 135. Zählt das als High-Level? Nee, 145 plus. Verdammt. Ah, dicht dran, dicht dran. Ich guck nochmal da unten. Vielleicht habe ich ein Glück. Hallo, hast du noch einen etwas noch besseren Kollegen? Vielleicht? Okay, ich brauche ein bisschen Stamina. Aber irgendwie, ich denke... Da oben könnten wir mehr... Ich kann mich nicht entscheiden. Ich fliege in der Mitte. Nee, ich fliege oben. Nein, ich hatte bisher noch keinen anderen gefunden. Also ich hatte jetzt insgesamt drei... Würdest du den einen? Ich hatte nur den einen, ja. Den habe ich schon weggemacht. Was? Was? Naja, das liegt daran, also, Marek, wenn du hier verlierst in der Challenge, ist nicht so schlimm. Kittens sind mein Ding, weißt du? Hier ist der nächste. Was haben wir? 55. Wir werden sehen, wer der bessere Kittenfänger ist. Jetzt wird er sich herausgefordert. Hier ist Mawing. Mawing? Mawing.
Ich hab den nächsten Tüller. Oder? Ist das ein Tüller? Sah aus wie ein Tüller. Es ist ein Tüller. Schnurrischen, ich will doch mal nur dein Level angucken. Es sind zwei. Level 15 und 90. Nicht gut genug, nicht gut genug. Und noch ein Level 20. Also ich bin den Kittens hier schon auf der Spur, aber... Oder besser gesagt, wir sind den Kittens hier schon auf der Spur. Naja, ich sag mal so, ne? Qualität vor Quantität. Ja, ja, aber irgendwann ist mal der Richtige dabei, du. Nur hier im Wald haben wir schlechtere Karten, weil hier einfach die Lichtverhältnisse doof sind. Was ist denn das? Ein Stein. Okay, hier sind wir jetzt. Ich finde den Spot hier auch sehr schön. Auch zum Bauen. Schaut euch das mal an. Hier ist so eine schöne Brücke. Hier ist so ein toller Wasserfall. Ja, mega schön. Wirklich. Da ist noch so eine Brücke. Hier könnte man so geil in der Mitte bauen. Der Spot ist... Kann ich euch das mal irgendwie besser... Da. Hier ist ein Lichtfleck. Moment. Hier war gerade irgendwo einer. Da. Da. Ist er wieder weg? Da. Egal. Oh, der rauscht immer vorbei. Bei 92, 20 ungefähr. Hier könnte man wirklich so schön bauen. Hier könnte man so eine Brücke rübersetzen auf den Schnipfel da vorne. Ja. Very beautiful. Tüllis. Tülli, 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 tülli. Komm zu mir. Ich habe die besseren Steaks. Ich habe Kittenbreckis. Aber ich habe gutes Hammel. Habe ich gar nicht, aber ich tue einfach so. Bei mir kriegt ihr 1A Kibbel. Kipling, Kipling. Kipling. warum? Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Ich bin irgendwie aus Versehen abgemountet. Habe ich das Versehen eh gedrückt? Oh Gott, wo bin ich? Vogel, rette mich. Warum kann ich nicht aufsteigen? Zählt das hier als Höhle? Also ich hämmere auf E, aber ich kann nicht aufsteigen. Okay. Wo bin ich denn hier? Wo bin ich? Ich bin irgendwo unter irgendeinem Wasserfall. Oh. I found a secret place. Hier kann ich rauf. Kann ich jetzt aufsteigen? Das ist die Strafe. Und für eine Strafe? Für was? Kann immer noch nicht aufsteigen. Bist du noch in der Höhle, oder? Ich bin hier irgendwo. Es ist doch so dunkel. Jetzt ist alles wieder gut. Nee, oh. Shit. Was ist denn? Meine Kamera war doch gar nicht seltsam. Ich bin am struggeln. Hier kann ich nicht aufsteigen. Ich muss hier weiter nach vorne irgendwie. Sag mir, wie ich irgendwie helfen kann.
I'm free! Free like a bird, I'm only fly away. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das da gerade war. Stranges. Zum Glück waren da gerade keine bösen Dinos in der Nähe. Ich denke mal, irgendwie hat das als Höhle gezählt und da kann man ja nicht fliegen, deswegen wurde ich abgemountet und konnte auch nicht wieder aufsteigen. Ganz seltsame Geschichte. So, kommt Tylas, wo seid ihr? Ui, das muss sehr hell. Ja, es wird auch dunkel, ne? Es wird Nacht. Tja, ansonsten wissen wir es nochmal. Ich meine, wenn keine Hohen da sind, sind keine Hohen da. Also mehr als gucken kann man ja nicht. Wir haben ja auch wirklich viele schon gefunden. Sonst müssen wir halt das nächste Mal gucken. Dann nehmen wir jetzt die Deinonychus-Eier mit. Und müssen das nächste Mal nochmal eine Tour machen. Ja. Hilft ja nix. Also ich sehe jetzt auf dem Boden inzwischen auch wirklich nur noch wenig. Na dann geht zurück, würde ich sagen. Ich denke auch. Hier nochmal ein bisschen. Ich habe gerade noch einen weiblichen Terrorbird. Den können wir als Eiertier mitnehmen. Und dann packen wir den Trostpreis ein. Genau. Heißt es, ich habe trotzdem gewonnen? Nein. Mist, hätte ja klappen können. Schade, schade. Ich hätte gerne einen gefunden. Oh, Mist, mein Stamina. Echt? Soll ich den Terrorbird abnehmen? Ja, gerne. Ich muss mal Stamina laden. Nee, ich sehe aber wirklich nur noch wenig. Ey, da ist ein Tüller. Oder ein Saber? Saber, ne? Saber. Hier vorne? Hier ist ein Saber. Hat sich nach einem Saber angehört. So. Naja, komm dann. It is going to be dark in the wood. In the redwood. Und da ist noch einer. Check dir mal bitte. Oder soll ich? Du musst. Das ist der 130er. Okay. Nee. Wir fliegen nächstes Mal nochmal hin. Ich muss kurz tanken. Mhm. Ja, das passt mir. Kommt mir ganz gelegen. Ich bin auch nur halb voll. Wollen wir auf dem Rückweg auch nochmal... Obwohl, nee, ja, brauchen wir nicht. Nee, wir brauchen keine Deinonychus-Eier mehr. Wenn wir das nächste Mal fliegen, machen wir eine kleine Runde. Sacken dann da irgendwo noch zwei Eier ein. So, Moment mal, ich schaue nochmal gerade nach dem Agentavis. Ja, alles gut. Und dann haben wir ja genug, also dann passt das ja. Ja. Okay. Weiter geht's. Naja, man kann nicht immer Glück haben. Diesmal hatten wir leider keins. Ja, beim nächsten Mal wird schon. Mhm.
Da können wir ja auch mal die Eule mitnehmen. Das ist auch eine gute Idee. Die kann zwar nichts tragen, aber... Beziehungsweise keine Katze. Kleine Tiere kann sie tragen, oder? Ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall können wir die Wärmebildkamera nutzen. Genau. Ja, das ist echt ein guter Punkt. Dann fliegen wir einfach mit Eule und Agentavis los. Da vorne ist ein Crate. Den will ich nochmal mitnehmen. Jetzt muss die arme Omi auch noch schleppen. Naja, diese Jugend von heute. Nimmt einem noch nicht mal mehr die Taschen ab. So, was haben wir denn hier schönig? Vorsicht, das sind Raptoren in der Nähe. Sehr nah dran? Thierry. Das war ein schöner Helm drin. Hallo Thierry. Jetzt geht's ab nach Hause. In unsere schöne Base. Und den Agentavis? Ja. Guter Punkt. Ich meine, wir können das ja auch so machen, dass wir zur Base fliegen, den Rex kurz schnabulieren lassen. Die Prime mitnehmen. Ja. Es geht, glaube ich, schneller als die... also man kann dann ja auch mit dem Tera fliegen. Oder mit der Eule. Die Eule ist auch schnell. Damit kann man ja auch den Sturzflug machen. Ist auf jeden Fall schneller als mit dem Agi. Sollen wir das dann jetzt noch mit in die Folge packen oder wollen wir das in die nächste Folge packen? Also beziehungsweise einfach wieder durchtamen und... Ja, ich meine, das ist ja an sich nichts nicht so spannend, sag ich mal. Das Tier liegt safe. Ein bisschen Prime sammeln und dann... Ich würde sagen, das kann man sich vorstellen. Oder wir warten die Nacht ab. Ich meine, warte mal, wie ist denn die... Meinst du, der schafft die Nacht? Dass wir sozusagen in der Nacht jetzt ein Päuschen machen kurz und dann am Tag... Das sollten wir schaffen eigentlich auch. Dann starten wir da doch einfach den neuen Stream. Holen euch wieder dazu. Ja. Schluck auf. Okay, und, machen wir so. Oh, was sind denn das hier für coole neue Tame-Gehege? Oh, krass. Die sind ja richtig hilfreich. Mensch, wir haben nicht, wir haben nicht mehr so... Das ist sogar noch 140er. Die fressen auch Torbogen. Tja, so ein bisschen Narcotics müssen wir opfern. Mal wieder. Keine mehr. Aber dies seht ihr in der nächsten Folge. Genau. So, ich schieße ihn jetzt hier gerade nochmal. Das mache ich noch ready und dann gehen wir alle mal eine kurze Runde schlafen und dann sehen wir uns beim neuen Tag. Er dreht durch. Oh, er hat mich weggeschoben. Ich bin drin. Schnell wieder raus. Ich glaube, er ist im Fluchtmodus. Ja. Oh, es ist dunkel. Es ist so wie Topfschlagen in Ark.
Nur, dass man schießt und der Topf ein Vogel ist? Er hat mich schon wieder reingedrückt. Lass den immer in überall in alles reinziehen. Er liegt. Okay, so, ich sehe jetzt auch bald nichts mehr. Wir sehen uns in der neuen Folge. Gute Nacht. Wir sehen uns morgen früh. Ciao.